Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge City Transport Simulator Tram mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spitters. Ich habe mir gedacht, wir machen noch eine weitere Folge und bringen unseren Betrieb hier so ein bisschen weiter voran. Ich habe in der letzten Folge ein wenig mehr Betriebspunkte gesammelt und habe diese in neue in neue Bahnen investiert. Und ihr seht, ich habe jetzt ein bisschen mehr Fahrzeuge hier. Und mir gedacht, wir machen das einfach mal ein bisschen weiter. Markt, genau. Ach so, wir wollen ja zurück. Wir wollen eine Fahrt starten. Genau. Original Tramau, Fahrzeug wählen. Die sind ja noch alle gesperrt, genau. Können ja nur das eine wählen. Dann nehmen wir das auch. Nehmen unsere neue Linie. Ich habe das ein wenig erweitert. Würde sagen, wir fangen mal bei der Lichterallee. Ne, wir fangen bei der Bernhardsplatz an, genau. Fahrtrichtung Johann Friedrich. Wir machen das doch anders. Moment. Wir fangen Lichterallee an. Genau. Können wir mal 8 Uhr anfangen. Eine Minute. Genau. Dann können wir die Fahrt mal starten. Und schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, das dauert natürlich immer ein bisschen, bis das Ganze hier geladen ist. Das kennt ihr wahrscheinlich schon. Wie gesagt, das Game befindet sich nach wie vor im Early Access. So, nächster halt Danielsplatz. Genau, können wir eigentlich auch losfahren, oder? Türen dürften ja geschlossen sein. Genau. Machen wir mal ein schickes Foto von dem Ganzen und dann, genau. Auch loslegen. Nächster halt Danielsplatz. So. Haltestelle Danielsplatz. Sind wir zu früh oder zu spät? Ich weiß es gar nicht. 15 dürfen wir nur fahren. Ah, deswegen. So, das ändert sich jetzt aber gleich. 10 Meter. So. Ach, dürfen jetzt schon wieder nur 20. So, Blinker links. Genau, anders geht's rum, geht's ja gar nicht. Aber so. Und falls wie ihr den Blinker ausmacht, ist auch ganz einfach die andere Seite anklicken. Dann ändert er das, beziehungsweise dann geht der Blinker aus. Also immer in die entgegengesetzte Richtung anklicken. So, 30 dürfen wir jetzt eh gleich nur noch. Das sind wir schon auf Level 6. Sehr schön. Das ist jetzt ein bisschen zu schnell. 30 ist hier nur. So, wir dürfen. Das ist der horizontale Balken auf der Ampel. So, Ziffer 50. So, und da müssen wir anhalten. Da ist wieder der Kreis zum Anhalten. Wunderbar. Perfekter Stopp. Ja, das habe ich zum ersten Mal jetzt geschafft. Wunderbar. Wunderbar, das habe ich so auch noch nicht geschafft. Sehr, sehr nice. So, Türen sind geschlossen. Das heißt für uns, wir können weiterfahren. Nächster Halt, Universität. Ach, zu früh abgefahren. Ah. Ich habe gedacht, wir können jetzt, weil die Türen sind geschlossen, habe ich gedacht, können wir abfahren. Okay.
Ja, ich muss das auch erstmal alles lernen. Haltestelle Universität. Höhe von 50. Ja, ich steht da im Weg hier. Merkt ihr es noch? Ihr haltet mich auf hier. So, 50 gleich aber 20. Jetzt wahrscheinlich wieder eine Haltestelle nähern oder eine Ampel. Auf jeden Fall haben wir jetzt 20 in ein paar Metern. So, wie sieht es hier mit der Ampel aus? Gut. Wir können ja eigentlich nur geradeaus oder rechts fahren. Rechts, okay. So, blinke aus. Gleich wieder 50 fahren. So. Wie sieht es mit der Ampel aus? Die ist auf Querball. Jetzt hat sie umgesprungen. Dürfen wir natürlich fahren. Ampel beachtet, sehr schön. Also ich mag das Spiel sehr gerne. Es macht wirklich Laune. So, ich glaube, wir müssen links, wenn mich die Ampel nicht täuscht. Ja, genau, anders geht's ja gar nicht. Kollege! Wie wär's, wenn du mal das Pedal ganz rechts findest? Alter, was ist denn falsch mit dir? Ach, geht doch. So, jetzt sollten wir links abbiegen. Die Ampel sagt links, genau, anders geht's auch nicht. So, wir sind wahrscheinlich eh zu früh, weil ich an der Universität zu früh abgefahren bin, an der letzten Haltestelle zu früh abgefahren bin. So 3 Minuten sind wir wahrscheinlich zu früh, so wie ich das sehe. Das sind wir eh nur 20. Also das mit den Geschwindigkeiten hier, das echt Rasen ist hier nicht, das ist definitiv mal klar. So, dürfen wir jetzt links oder rechts oder wie fahren wir jetzt? Das ist jetzt so eine Sache. Geradeaus, okay. So, Ampel ist grün an dieser Stelle. Wir haben auch grün. Dann können wir mal ein bisschen die Leistung erhöhen. Noch nicht für lange. Die 20 sind schon wieder am Anmarsch. Da ist die Universität. Wir sind 2 Minuten 20 zu früh circa. Naja, besser zu früh als zu spät, sage ich mir immer. So, ich würde sagen, wir warten jetzt hier einfach mal, bis die 2 Minuten 10 abgelaufen sind. Wir hier nicht wieder zu früh abfahren. Mit dem Querbalken können wir sowieso nicht fahren. Da warten wir die 1 Minute eben noch ab hier. Und damit wir mal wieder ein bisschen ins Zeitmenü hier kommen, weil wir sind wie gesagt vorhin zu früh abgefahren und deswegen werden wir einfach mal ein wenig warten. Also wie gesagt, das ist ein Spiel, was durchaus Potenzial hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, da steht es auch. Abfahrt in 2 Minuten. Johann Friedrich Gasse, Lichterallee. Genau, das passt das ungefähr. Ja, da war. So, die 1 Minute, wie gesagt, die warten wir jetzt noch ab hier. Eine sehr, sehr schöne Straßenbahn, das muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich glaube, jetzt
kommen wir auch gleich. Ist grün, aber wir haben noch 50 Sekunden. 45. Die warten wir auch noch ab. Wir hier nicht zu früh abfahren. Ich weiß nämlich nicht, wie sich das auswirkt. Wir fahren jetzt einfach mal. Mal schauen wir mal, was passiert. Zu früh abgefahren. Ich habe es mir gedacht, hätte ich doch noch gewartet. Na egal, komm, lass mal das. Da weiß ich jetzt Bescheid. Da müssen wir wirklich. Hätten wir jetzt wirklich bis auf null warten müssen. Okay, naja. Weiß mal fürs nächste Mal Bescheid. Haltestelle Bernhardsplatz. Du stehst doch schon wieder scheiße, der Kollege. Gut, dass du wegkommst. Gleichforscher, fahr 10 Kilometer mit der Straßenbahn. Gleisforscher. Wunderbar, das haben wir auch geschafft. Also Errungenschaften hier, die kommen. Wie warmer Regen, alle Nase lang hat man hier eine Errungenschaft, die man freischaltet. So, nächster Halt, wie gesagt, Bernhardsplatz. Natürlich links rum. So. Wie gesagt, ich fahre das Ganze mit dem Gamepad. Ich finde es am einfachsten, muss ich ehrlich sagen. Rum. So. Das dürfte der Bernhardsplatz sein. Warten wir einfach mal. Jetzt warten wir wirklich bis auf null, bis ich wieder losfahre. Das ist jetzt auch nicht mehr so lang. Ich will nicht wieder zu früh abfahren. Aber ihr seht, diesmal ist kein so ein Haltekreis aufgetaucht. Also, das ist nicht immer der Fall, warum auch immer. So, die Minute warten wir noch. Ich guck nebenbei das Qualifying zum großen Preis von Spanien in Barcelona der Formel 1. Habe ich hier nebenbei auf dem Handy laufen. In Kooperation mit RTL und Sky. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen still und schaue das. Q1 scheint vorbei zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt zeigen sie gerade ein Gewinnspiel, deswegen kann ich das nicht sehen. Aber es sind 2x2 Paddock Club Karten zu gewinnen. Weiß nicht, wer von euch das vielleicht auch gerade schaut. So, es ist auch gerade die Zeit abgelaufen. So, dann können wir losfahren. So. So, wir haben Rot, beziehungsweise Halt. Wie ihr da oben sehen könnt auf der Ampel dieser Querbalken, zeigt das ganz gut an. So, wir dürfen. Was ist denn mit dir eigentlich los, Kollege? Ist doch komplett suizidgefährdet, oder? Ihr habt Rot, Kollegen. Ich hatte Grün. Haltestelle Heimatmuseum. So, da sind wir noch lange nicht. Über 300 Meter zu fahren.
Nein, du bist verhalten. Perfekter Stopp. Sehr schön. So, nächste Station. Sommerfeldgarten. Sehr, sehr schön. Haltestelle Sommerfeldgarten. So, wie sieht es hier mit der Ampel aus? Die wird grün. Das ist sehr nice. Dann können wir weiterfahren. S50 wollen wir aber nicht fahren. Oder dürfen wir nicht. Wollen schon, aber wir dürfen nicht. So, das ist jetzt mal so ein bisschen rollen hier. Diesmal war es kein perfekter Stop. Naja, muss ja auch nicht immer sein. So, jetzt seht ihr da die Zahlen runterlaufen. Also Minus, das bedeutet immer, wir sind noch im, wir sind zu früh praktisch. Also wir dürfen da noch nicht abfahren. Sondern erst wenn das anfängt mit Plus nach oben zu laufen praktisch, dann können wir losfahren. Weil sonst wir einfach zu früh losfahren. Das habe ich mittlerweile auch gelernt. So, jetzt dürfen wir. Das wäre jetzt aber fies, so kurz vor davor noch umzuspringen auf Halt. Das war jetzt fies. Aber wir haben es ja gerade noch so geschafft. So, jetzt dürfen wir. Haltestelle Johann-Friedrich-Gasse. Fahrtende. Ah, bitte aussteigen. Genau, die Haltestelle schon erreicht, unseren Endhaltepunkt. Jetzt hier, oder? Nee. Hä? Nee, ist noch gar nicht erreicht, oder? Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Wir sind schon wieder zu früh, oder was? Zu schnell, um Gottes Willen. Eieiei. Upsala. Das gibt Abzug. Da waren wir einen Tacken zu schnell. Gar nicht drauf geachtet, jetzt ehrlich gesagt. So, Querbalken. Ampel ignoriert, wir hatten doch grün. Hä? Ich verstehe das manchmal nicht. So, wohin jetzt? Ampel beachtet, Ampel ignoriert. Also, verstehe ich irgendwie nicht. Manchmal verstehe ich das nicht. Das heißt, es ist Ampel beachtet, dann heißt es Ampel ignoriert. Jetzt warten wir, bis die Ampel grün ist. Ich
Vielleicht dürfen wir dann fahren. Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir Querbalken. Ey, das ist manchmal gar nicht so einfach, das rauszufinden. Aber wir sind ja eh zu früh. Daher haben wir ja jede Menge Zeit, hier zu warten. So, jetzt bin ich gespannt. Wir dürfen. Ampel beachtet. Okay, jetzt scheint es zu funktionieren. So. Super 30. Immerhin. Das scheint dann auch die Johann-Friedrich-Gasse zu sein hier. Tippe ich jetzt einfach mal so. Genau. Strecke abgeschlossen. Sehr schön. Pausenzeit möchten wir überspringen. So. Da fahren wir die Strecke nochmal wieder zurück, würde ich sagen. Ex-Ersttransport transportiere 100 Fahrgäste. Ja, sehr nice. Haltestelle Sommerfeldgarten. 50. So, wir dürfen es ja horizontal. Genau. Das dürfte der Sommerfeldgarten sein. Genau. Sehen wir auch schön im Rückspiel der Kamera oder im Rückspiel der Kamera, wie die Leute da ein- und aussteigen. Ja, das passt doch perfekt. Stelle Heimatmuseum. So, wie sieht's aus? Wir dürfen. Genau, Ampel beachtet. Da ist wieder eine Haltestelle. So, die 43 Sekunden warten wir jetzt natürlich noch ab. Bis wir hier wieder abfahren dürfen. Auch wenn das schon geklingelt hat. Das heißt nur, dass die Türen alles zu sind. Aber wir haben noch 20 Sekunden, bis wir hier ausfahren dürfen. Ihr seht doch da vorne blinken. Das ist unsere auf der Anzeigetafel. 0 Minuten. Wir fahren also praktisch jetzt sofort ab, heißt das. Zur Lichterallee oder Richtung Lichterallee. Genau. So, jetzt gleich Ausfahrt. Zack. Jetzt muss ich mal eben wieder reingehen. Ich weiß gar nicht, wie die Ampel jetzt hier ist. Wir dürfen aber. Das habe ich nämlich jetzt nicht gesehen. Haltestelle Bernhardsplatz. So, wir
dürft weiterhin. So. Das ist die nächste halt dann Universität. So, dann dürfen wir. Aber auch nicht mehr als 20. Ampel beachtet. Rechts rum, ja. So, jetzt scheint es besser zu laufen, die Rückfahrt. So, wir sind wieder tanken zu früh für die Universität, aber es ist dann halt so. Mittlerweile auf Level 8 aufgestiegen. Ich weiß, 20. So. Bist mir voll in die Kiste gefahren. Merkst du das gar nicht? Voll donk, ey. Mann, ich hatte grün, aber. Normalerweise hätte ich jetzt anhalten müssen, Polizei und also Kram, aber das ist jetzt hier in diesem Spiel echt, glaube ich, nicht ganz so im Vordergrund. So, das ist die Universität. Nächster halt dann jetzt Platz. So, wir dürfen. Genau, ist ja Plus, ja. So, wir fahren gar nicht links. Dann ist gut. Haltestelle Danielsplatz. So, 50. Weil es jetzt auch nicht viel bringt, wir hier E-Halt haben. Jetzt dürfen wir. Und da er ja auf unseren Schienen fährt. Ja, okay, jetzt ist er weg. So, dann ist Platz. Nächster Halt dann Lichterallee, unsere Endhaltestelle. Und auch das Ende des Videos dann. So, wir dürfen. Auch Ampel sagt, wir dürfen. Haltestelle Lichterallee. Fahrtende. Bitte aussteigen. Ja, ein bisschen früh, wir sind ja noch gar nicht da. Mann, weil diese Weiber. Ach, das ist zu schnell. 9 Minuten zu früh. Entschuldigung, ich habe irgendwie ein Kratzen im Hals. Verstehe ich jetzt aber nicht so ganz. Wir haben alles eingehalten eigentlich. Warum sind wir denn jetzt 9 Minuten zu früh? Naja, lassen wir das. Gott, steht die da im Weg oder wo fahren wir jetzt lang? Da müssen wir, wie gesagt, wir sind ja 8 Minuten zu früh, deswegen müssen wir ja warten.
Das versteht sich von selber. So, 8 Minuten, das ist schon echt ein ganz schönes Stück, ey. Alter Schwede, das ist schon heftig. So, sie fährt weiter, dann können wir einfahren. Strecke abgeschlossen. Sehr nice. Ja, möchte ich. Ich möchte auch damit das Video beenden. Wir können ja noch ganz kurz in die ja, hier mal gucken, in die Auswertung, beziehungsweise wie sich das auf unsere Auswertung hier abgeschlossen hat. Genau, Zusammenfassung. 7,69 Kilometer zurückgelegt, 41 Ampeln beachtet. An 10 Haltestellen angehalten, 2 Ampeln ignoriert, ja, okay. Sitzungszeit 29 Minuten, 11 Sekunden, Strecken abgeschlossen, 2 Fahrgäste befördert, 69, perfekte Stops, 2, immerhin. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir haben 7.342 von 7.853 Erfahrungen gesammelt, also Erfahrungspunkte. Wir nochmal auf Weitergehen. So, dann können wir mal auf meinen Betrieb verwalten gehen. Genau, da haben wir wieder ein bisschen Post bekommen. Wichtige Erinnerung: Hey, der Danny spielt das. Als Chief Engineer bei Tramor Transit wollte ich dich daran erinnern, wie wichtig es ist, die Straßenbahnen richtig zu fahren und die Regeln zu befolgen. Dabei geht es nicht nur um die Sicherheit unserer Fahrgäste, sondern auch darum, mehr Erfahrung und Ressourcen für Tramor Transit zu sammeln. Wenn du weitere Hilfe oder Hinweise brauchst, sieh dir das Benutzerhandbuch an, das Informationen über all unsere Straßenbahnen enthält. Du machst das toll, weiter so. Du hast uns mehr Ressourcen eingebracht und weißt du was? Wir bekommen bald eine neue Straßenbahn. Halt also die Augen offen. Das ist doch eine sehr schöne Nachricht. Hey, der Dennis spielt das. Weißt du was? Ich habe die Nachricht von deiner Beförderung auf die nächste Ebene gehört. Ich freue mich wirklich riesig für dich. Dein Fleiß zahlt sich aus und es ist toll zu sehen, wie du bei Tramau Transit aufsteigst. Apropos gute Nachrichten, es sieht so aus, als wären die Leute in Tramau von der Straßenbahn begeistert. Je mehr Leute einsteigen, desto mehr Ressourcen stehen uns für den Ausbau der Straßenbahnnetzes zur Verfügung. Du bleibst so toll, wie du bist, denn ich spiele das. Die Zukunft sieht rosig aus. Ja, das sind doch sehr schöne Nachrichten. Wir werden als nächstes dann in der neuen Folge weiter die Linie ausbauen, neue Straßenbahnen kaufen und ja. Ich hoffe, das hat euch bis hierher soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht lieber gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny spielt das. Habt ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Ich werde mir gleich das Q3 noch reinziehen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Danny spielt das. Bye, bye.